Im ersten Heimspiel des Jahres spielt der FCB nur unentschieden gegen Sion. Drei geschossene Goal lange nicht, weil in der Defensive zu viel zugelassen wird. Müssen noch neue Spiele geholt werden, obwohl sie in der Conference League nicht spielberechtigt wären? Über das reden wir heute im FCB Total. Neben unserem Experten Ernie Meissen ist auch der FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann hier. Ja, ein 3:3 daheim im Joggeli, das ist zu wenig. Hallo zuerst zusammen. Wir haben gestern das Heimspiel gewinnen und das ist uns leider nicht gelungen. Dementsprechend ist die Enttäuschung gross. Und defensiv hat es beim FCB gestern nicht viel zusammengepasst. Der Fokus der Zuschauer ist aber auf dem Angriff gelegen. Denn dort hat der neue Stürmer Fedor Chalov gestern schon sein Debüt gegeben. Erst gerade am Dienstag ist er auf Basel gekommen und jetzt schon in der Startaufstellung. Der Fedor Chalov ist von Anfang an bemüht. Beim 2:1 zieht er die Verteidigung auf sich und so kann er denen dort den Ball in die Masche hauen. In der zweiten Halbzeit hat er den Pech, dass sein Schuss nur an den Pfosten springt. Spielprägt haben zwei Einwechselspieler. Der Liam Miller, der zurück ist von der kanadischen Nazi, bringt zusätzlichen Zug in die Offensive. Und bringt der FCB nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung wieder in Front. Der zweite ist der unglückliche Nasser Chiga. Er verschuldet direkt nach seiner Einwechslung den Penalty, der zum 3:3 führt. Als Hauptschuldiger für den Punktverlust wird er aber nicht angestellt. Wenn man jung ist, dann machst du Fehler und darfst sie machen. Und wenn du halt so alt bist wie ich, dann darfst du halt nicht mehr so viele Fehler machen. Ja, jetzt ist ihm der Fehler passiert und da stehen wir zu 100%ig zu ihm wie zu anderen auch. Es ist dann am Schluss, muss man ehrlich sagen, auch nicht ganz aufgegangen aufgrund von dem. Aber jetzt hätten wir keinen Wechsel gemacht und es wäre etwas passiert, dann nachher würde man genau gleich sagen, ja, wo haben wir nichts gewechselt. Also ich glaube, in dieser Situation hat es eine Logik gehabt, dass man etwas anpassen tut und ja, leider ist es nicht ganz aufgegangen. Das ist nicht aufgegangen. Matchentscheidend ist die Situation aber nicht gewesen. Und am Schluss muss man sagen, dass Unentschieden eigentlich gerecht ist. Denn der FCB hat sogar noch Glück, dass Sio mehrere Chancen fahrlässig liegen lässt. Und trotzdem ist ein Unentschieden gegen Zitter noch einfach zu wenig. Ja, ich glaube, wenn du Anspruch stellen zum Schweizer Meister werden, dann ist es einfach nicht möglich, dass du so viele Punkte daheim verspielst wie wir in den letzten 19 Runden. Der Rückstand auf der FCZ wächst nach dem Unentschieden weiter. Mittlerweile sind es ganze 9 Punkte. Weil der FCB den Anschluss nicht ganz verlieren, muss jetzt endlich eine Siegesserie annehmen. Ja, wenn man 3 Goal schießt und trotzdem nicht gewinnt, dann kann etwas in der Defensive nicht stimmen. Ja, das ist ja so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man in letzter Zeit zu viel von der Offensive, vom Goalschießen ein bisschen geschwätzt hat, weil der Cabral weg ist, man hat immer Angst gehabt, man hat vielleicht niemand mehr Goalschießen und so. Das Gegenteil ist der Fall. Man hat jetzt in 2 Spielen 6 Goal geschossen, aber vielleicht hat man durch das vielleicht auch ein bisschen den Fokus auf die Verteidigung ein bisschen verloren und der Match hat gezeigt, dass die Defensive extrem schlecht war und durch das hat man auch 3 Goal bekommen. Und man hätte ja noch 2-3 mehr können kriegen, wenn jetzt der Heinz nicht noch 2 Dicke rausgeholt hat und sie ja, ich sage jetzt nicht kläglich, aber aus guten Positionen das vergeben haben und dann wäre der Match sogar noch verloren gegangen. Eben, es hat viele einfache Passfehler auch gegeben im Aufbauspiel vom FCB. Das ist ja auch eine Kopfsache. Wie kannst du das erklären? Das ist ehrlich gesagt schwierig zu erklären. Das ist richtig. Ja, wir haben gestern jetzt untypisch für mich, sehr viele einfache Fehler gehabt, Pässe über kurze Distanzen, die nicht angekommen sind oder wo man dann dem Gegner durch das dann auch wieder Chancen ermöglicht haben, wo sie ins Konterspiel reingekommen ist, gerade so wie beispielsweise das erste Goal von Sio basiert und das gilt es abzustellen, ja, dass wir definitiv hinter wieder sicherer stehen, weniger einfache, ungezwungene Fehler machen. Jetzt ist es so, dass der FCB seit dem 24. Oktober nicht mehr daheim gewinnen konnte. Das ist schon keine Statistik von einem Meister.
Nein, das ist definitiv keine Statistik von einem Meister. Man kann nicht Meister werden, wenn daheim keine Spiel gewünscht. Es ist ja schade drum, weil auswärts hat man relativ eine ansprechende Bilanz. Aber wenn daheim musst du einfach Spiel gewinnen. Und sowieso, wenn du weißt, dass Zürich so weit voraus ist, dann verdreht es das nicht. Und in meinen Augen ist der Zug definitiv jetzt schon abgefahren, zum Meister zu werden. So geht das nicht. Ja, bleiben wir schnell beim Match von gestern. Dort ist die entscheidende Szene dann mit der Einwechslung von Nasser Djiga gekommen. Er hat dann die Penalty gemacht, also er verschuldet. Ist das halt einfach auch, gehört das zu der Entwicklung dazu bei so einem jungen Spieler? Ob es dazu gehört, ja. Es war noch ein Fehler vom Nasser. Bei den ersten Goal ist auch ein Fehler vorausgegangen, wo dann zum Goal geführt hat. Das hat es an sich. Es war unglücklich gewesen. Ja, jetzt im Nachhinein, die Wechselung so hätte man oder würde das Trainerteam wahrscheinlich nicht machen. Aber das ist passiert und das gilt es zu akzeptieren und jetzt auch wieder vorwärts zu schauen. Eben, du sprichst gerade an, der Wechsel, oder? Ich meine, mit dem Wechsel hat man auf drei Positionen eigentlich etwas geändert. Der Bellmar hat mich auf halb links verteidigen, dass der Djiga auf halb rechts verteidigen konnte. Dann ist noch der Börcher eins vorne gerutscht. Hat das nicht auch viel Unruhe reingebracht in das Spiel? Ja, also so kurz vor Schluss in Führung liegend würde ich als Trainer jetzt nicht so einen Wechsel machen. Wenn man es 1-1 eventuell hätte können wechseln, wäre es okay gewesen. Aber wenn du auf drei Positionen eigentlich einen Wechsel drin hast, so kurz vor Schluss in einem Match, wo du gewinnen musst, ist die Auswechslung natürlich sehr, sehr unglücklich. Das ist einfach so. Dass halt der Nasser dort ein bisschen zu ungestüm drin ist. Ich habe es fast noch gesehen. Ich habe noch gesagt, oh, mach langsam und schon ist der gelegen, weil das ist ein typische Situation, wo ein Stürmer ausnützt. Der ist logisch, der läuft im Verteidiger rein. Wenn es eine Berührung gibt, dann ist meistens Penalty. Und wenn er ein bisschen weggeblieben wäre, ein bisschen vorsichtiger gewesen wäre, wäre der hinten über die Linie gekommen. Der hätte dort nichts mehr machen können. Und der Tschömmert hat eine ähnliche Situation in Zürich mal gehabt, wo auch wenn er nicht drin wäre, wäre nichts passiert. Und der ist dort auch ungestüm drin. Das sind typische Situationen, wo du als Verteidiger ein bisschen clever musst sein und ein bisschen den gleichen tun und doch nicht ganz herangehst und dann passiert nichts. Aber ich meine, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Er ist aufs Feld gekommen, hat alles wollen geben, ist mit seinem jugendlichen Ungestümheit vielleicht ein bisschen zu schnell und zu fest rein und dann passiert das halt. Aber ich denke, die Auswechslung an und für sich ist nicht glücklich gewesen. Und lange haben wir ja auch, du hast vorher angesprochen, über einen möglichen Ersatz von Cabral immer geredet. Wäre es nicht auch wichtiger, jetzt für den FCB die Defensive zu verstärken? Ja, man kann nicht das ganze Jahr durch immer wieder das Kader verstärken, weil neu etwas nicht geklappt hat. Mit uns, die Mannschaft hat schon viel zu viele neue Spieler drin, dass es gar nicht so ein Ensemble kann geben kann, wo jeder für den anderen auch geht oder auch weiss, was er zu tun hat. Da kommt immer wieder ein neuer Spieler dazu. Jetzt ist der Katterbach links, linken Aussenverteidiger. Und wie will sich die Mannschaft finden, wenn einfach immer wieder ein neuer dazukommt? Oh, da könnte man auch noch einen holen und dort noch einen. Das gibt keine Mannschaft, die miteinander funktioniert, wie ein FCZ oder ein IB, wo mehr oder weniger klar eine Position einmal kann ersetzt werden oder so, aber nicht vier auf Anfangssaison und dann auf die Rückrunde wieder eine, zwei, drei. Wir reden ja jetzt von wieder noch einen Verteidiger nehmen und nochmal einen Außenverteidiger. Das kann keine Mannschaft geben, die miteinander funktioniert. Ist das vielleicht gerade ein bisschen das Problem vom FCB, dass man nicht so eingespielt ist? Ja, also wir sind uns bewusst, dass wir relativ viel Wechsel diese Saison gehabt haben. Das ist aber auch von Anfang an so Plan gewesen, dass wir den grossen Umbruch einläuten diese Saison. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, gleich, wir haben jetzt gestern die drei Goal bekommen, das ist nicht gut. Und trotzdem haben wir über die ganze Saison hinweg sehr wenig Gegengol zugelassen, wenn man vergleicht mit anderen Mannschaften, Zürich oder auch IB. Auf den letzten Punkt, ja, wir haben auch gesagt, wir wollen noch die letzten Feinjustierungen machen, den Winter. Da sind wir klar, welche Profile sollen dazu kommen und das versuchen wir jetzt auch noch zu realisieren. Ja. Aber ihr habt ja angesprochen, schon vor dem Rückrundenstart, dass noch Innenverteidiger sollen dazu kommen. Wieso hat es bis jetzt noch nicht geklappt? Ich meine, wenn er jetzt noch kommt, dann kann er nicht Conference League spielen. Wieso hat es noch nicht geklappt? Weil für uns noch alle Parameter gestimmt haben oder stimmen. Wenn wir einen Transfer machen, dann soll das auch ein längerfristiges Projekt sein. Das soll etwas fundamentiert sein, wo wir uns gut überlegt haben, wo auch in die Mannschaft
ihnen soll passen, vom Typ her, aber auch von der Art und Weise, wie der Junge soll Fußball spielen. Und wir machen nicht einfach etwas, das etwas gemacht ist, sondern es soll etwas sein, das verhebt. Und da nehmen wir uns die Zeit, lassen wir uns die Zeit. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, um das zu machen und versuchen zu realisieren. Aber das heisst, obwohl eben die neuen Spieler nicht mehr in der Conference League spielen in dieser Saison, planen die gleich noch Transfers? Ich sage nicht, es macht keinen Sinn, weil sie nicht in der Conference League spielen können. Nein, die Conference League ist ein toller Wettbewerb, ist ein wichtiger Wettbewerb, die Saison auch aus finanzieller Sicht. Aber der Transfer, wie ich vorher gesagt habe, ist etwas Längerfristiges. Das soll für die Zukunft gerichtet sein und jetzt nicht nur ein Transfer für die Conference League. Dann auch, was zu berücksichtigen gibt, wir hätten sowieso nur 3 Spieler melden dürfen, die in der Conference League spielberechtigt sind. Mit dem Noah Kattenbach, der Aussenverteidigung, die wir gemacht haben, und Fedor Chalov. Es waren eigentlich 2 Positionen schon sicher gegeben. Der Emanuel Essien, der jetzt verletzt ist, der jetzt gleich gemolden ist. Aber es wäre eigentlich die einzige Position gewesen, die noch offen gewesen wäre, wenn wir einen oder weitere Transfer gemacht hätten, die dann auf die Liste hätten kommen können oder nicht. Und eben einen Transfer haben wir gemacht mit dem Stürmer, mit dem Fedor Chalov. Wie hast du ihn gestern gesehen? Hast du gerade von Anfang an gespielt? Ja, man hat gemerkt, dass er keine Trotz in der Mannschaft hatte. Für mich ist nicht aufgefallen, eine Aktion, wo der Walle aussen durch ist. Aber als Mittelstürmer, eine Aktion sollte schon im Spiel. Für ihn ist es natürlich schon schwer gewesen. Logisch, er ist frisch praktisch angekommen, hat gerade von Anfang an gespielt und so. Wobei, das ist ja auch keine längerfristige Investition, der Spieler. Der bleibt bis Ende Saison ohne irgendwelche Optionen. Also, da hat man jetzt halt einfach mal einen geholt und hofft, dass der auch gut ist. Ich habe ihn in diesem Spiel natürlich nicht gut gesehen und ich hoffe, dass er noch besser wird, weil sonst hilft er dem FCB nicht. Aber er ist ja schon eine sehr kurzfristige Investition, sage ich jetzt einmal. Was sind da die Überlegungen dahinter? Dass er uns sicher mit seiner Qualität helfen kann. Das gestern sein erstes Spiel gemacht, ist am Mittwoch erst von der Mannschaft dazugestoßen. Das braucht sicher noch ein bisschen Zeit, dass das Ganze ineinander hineingreift. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, in gewissen Aktionen haben schon gesehen, dass er gut integriert ist, hat seine Qualität auch können zeigen, mit Ball, aber auch gegen Ball, wenn er für die Mannschaft geschafft hat, gerade beispielsweise das Goal vom Dan, das zweite, wo er für mich sehr guten Laufweg auf den ersten Pfosten macht, den Verteidiger dort gut bindet, wo, dass der Dan zum Abschluss kann kommen. Es ist nur bis im Sommer, wo er aktuell bei uns ist, einfach weil die finanziellen Parameter für uns so nicht gestimmt haben, dass wir ihn längerfristig übernehmen. Wir haben es aber auch in dem Fall, spezifischen Fall anbekommen, dass wenn der Fedor bei uns einschlägt, was wir hoffen und davon ausgehen, die Möglichkeit haben, zukünftig mit dem Spieler Geld zu verdienen. Er ist ja ein ganz anderer Spielertyp als der Cabral war. Er ist schnell, flink. Du hast aber auch gesagt, es ist wichtig, dass man die Physis von Gabriel wieder bekommt. Die haben auch gesagt, wenn der zweite Stürmer, wieso ist der noch nicht da? Weil, wie ich vorher gesagt habe, einfach das perfekte Profil oder die gesamte Lösung für uns noch nicht stimmt. Physisch ist ein Punkt, ja. Da geht es für mich aber hauptsächlich auch darum, die Physis der ganzen Mannschaft. Dass wir in der Mannschaft so aufgestellt sind, dass wir gerade auch bei stehenden Bällen, wo die Grösse ein entscheidender Faktor ist, gut dagegenheben können. Und darum, ja, das ist eine Überlegung, dass die neuen Spieler auch das physische Profil mitbringen. Ein weiterer neuer Spieler ist der Noah Kattenbach. Er hat in Luzern können überzeugen. Jetzt gestern auch nicht wirklich. Nein, gestern war gar nichts. Muss ich so hart, wie es tönt, muss ich auch sagen. Er hat offensiv gar nichts gebracht. Er hat praktisch keine Aktion nach vorne gehabt. Nicht eine Flanke vor das Goal, etwas Gefährliches mal. Und defensiv beim ersten Goal komplett falsch gestanden ist und noch zu Boden geht, das darf er schon gar nicht. Und der Pass innen durch muss er auf alle Fälle verhindern. Aber er darf dort nie am Boden gehen. Durch das war er später noch zu spät. Und er hat seine Leistung von Luzern nicht bestätigen in diesem Spiel. Und ich hoffe, dass er hier mal auch offensiv einfach noch mehr kommt. Weil, ich meine, Pedretta, der war offensiv immer in Aktion gewesen, der ist dort immer aufgefallen, ist defensiv sicher nicht jetzt schlechter gewesen als jetzt ein Kattenbach momentan. Und darum, ob jetzt das wirklich der Mann ist, der da links außen wirklich der FCB weiterbringt, bin ich nicht so überzeugt.
Wer aber überzeugt im Moment, finde ich, ist der Dan Ndoye. Der hat eine gute Entwicklung gemacht. Siehst du das also? Ja, der entwickelt sich immer besser. Vom Anfang an, wo er fast nicht aufgefallen ist, in Luzern wirklich, hast du gemerkt, da kommt wieder etwas. Und auch in diesem Spiel jetzt. Doch, der ist jetzt einer von denen, der sich stetig verbessern tut und sicher mit den Einsätzen, mit dem Selbstvertrauen, mit auch mehr Routine, die er bekommt, der wird sicher noch mehr Freude machen im FCB. Und ihr habt gerade verlängert oder definitiv übernommen, ihn und der Belmar. Wie wichtig ist das für euch, dass ihr die zwei Spieler an euch binden können? Ja, ich glaube, sehr wichtig. Ich gebe mir nicht komplett recht, was er zum Dan sagt, hat im ersten Halbjahr von dieser Saison sicher immer mal wieder seine Qualität können zeigen, aber nicht konstant. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und darum haben wir uns auch dazu entschlossen, dass wir ihn fix möchten verpflichten. Jetzt hat er das in den ersten beiden Spielen von dieser Rückrunde bereits sehr gut können machen und es liegt jetzt an ihm, das Wochenende für Wochenende auch auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, beim Andi, wo doch alle Pflichtspiele schon gemacht hat im ersten Halbjahr und wo relativ schnell gewusst hat, wie es funktionieren, macht das sicherlich auch Sinn, dass wir ihn längerfristig an den FCB haben können binden. Eben der Andi Belmar, wie hast du ihn jetzt auch gestern gesehen? Der Andi ist nie schlecht. Der hat sehr wenig Böcke drin, der ist sicher wert hinten drin, der bringt auch Ruhe hinten rein und auch bei ihm, je mehr Spiel das er macht, je routinierter das er wird, kann er eben auch die anderen mehr führen und so. Und schon allein aus dem Grund sollte man schauen, dass man mal irgendeinen Stamm auch hinten rein angibt, der immer miteinander spielt, wo jeder weiß, was der andere macht oder wie er reagiert. Das ist halt im Moment natürlich, wenn immer wieder neue dazukommen, halt nicht der Fall. Und das geht ja bis ins Mittelfeld führen. Das muss ja auch von hinten nach vorne funktionieren. Und darum, irgendwann muss man einfach mal einen Stamm ankriegen, wo jeder weiß, was der andere macht. Und das ist halt schwierig, wenn immer wieder neue Spieler dazukommen. Dann wird es schwer. Und die hier ankommen, die wollen ja auch wieder weiterkommen. Das heisst, die freuen sich nicht, wenn ein anderer auf ihrer Position spielt. Oder? Da will ja jeder sich präsentieren, dass er möglichst gleich wieder einen neuen Schritt machen kann. Und je mehr von denen, als man von denen hat, die eigentlich nur als Zwischenstation zum FCB kommen, je weniger gibt es so einen Zusammenhalt, wo man wirklich will für den alles bringen. Oder? Und das ist da muss man ein bisschen aufpassen. Constantin macht das seit Jahren. Der kauft einfach immer wieder neue Spiele und am Schluss passt es einfach auch nie zum richtigen Erfolg. Er rettet sich manchmal vor einem Abstieg noch ein bisschen. Jetzt hat er wieder eine Mannschaft, die ein bisschen besser funktioniert. Das hat man gesehen. Aber das kannst du nicht einfach mit Spielen zusammenkaufen erreichen. Das wird ganz bestimmt schief gehen. Da muss man mal ein Gerippe haben, wo immer da ist, wo jeder für den wirklich auch das Letzte will geben oder sich auch freut, dass ein anderer ein Goal schießt und nicht denkt, oh, hätte ich lieber geschossen das Goal. Und da muss man ein bisschen aufpassen, eben mit zu viel Spielen einfach immer wieder dazukaufen. Lassen wir die Kadersituation mal so stehen. Schauen wir vorne auf IB. Jetzt kommt das Direktduell. Beide, also IB und Basel, haben nur unentschieden gespielt, sind jetzt 9 respektive 10 Punkte hinter Zürich. Ist der Siegesdruck jetzt grösser als vor diesen Unentschieden? Grösser ist, weiß ich nicht. Er ist gross, wir wollen gewinnen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir auswärts in Bern wieder mal 3 Punkte einfahren können. Wir gehen auf Bern, um zu gewinnen und werden alles daran setzen, respektive versuchen, dass uns das gelingen wird. Eben, ist ja schon lange nicht mehr gelungen, muss man auch sagen. Was siehst du positiv auf das Spiel? Ja, siehst du positiv, es wird schwierig. Es wird auch wieder schwieriger, weil IB eben auch Punkte abgegeben hat. Die wissen jetzt auch, sie müssen gewinnen. Dass da längt auch ein Unentschieden mit vielleicht noch ein bisschen Pech oder so, wie im letzten Heimspiel. Die müssen gewinnen, sonst sind die auch schon abgeschrieben. Die sind dann richtig, die sind ja noch weiter hinten. Und der FCB muss eigentlich auch gewinnen, dass man nicht noch mehr Abstand verliert, wenn Zürich wieder gewinnt. Also die Ausgangslage für beide sind extrem schwieriger geworden, auch vom Mentalen her. Und darum, ich bin noch gespannt, wie das die zwei Mannschaften verkraften, weil das wird sicher noch ein bisschen entscheidend sein, wie du auf dem Platz stehst, mit was für einem Selbstvertrauen oder was du auch riskierst, um das Spiel zu gewinnen. Das Positive ist sicher, dass wieder wichtige Spieler zurückkommen, wie Fabian Frey,
Sebastiano Esposito. Wie wichtig sind die zwei Spieler für euch im Spiel? Ich glaube, der Fabi hat in der Vorrunde gezeigt, konstant, wie wichtig er für die Mannschaft ist, für die jungen Spieler ist. Das ist sicher ein Mehrwert, der zurückkommt. Sebastiano Esposito mit Höhen und Tiefen in dieser Vorrunde. Fußballische Qualität steht, glaube ich, außer Frage. Aber ja, wir sind froh, dass die beiden zurückkommen. Auch Matthias Palacios, der in Luzern sehr gut gespielt hat, der wieder zurück ist. Also das hilft der Mannschaft definitiv, ja. Und Dani, was denkst du, lohnt sich Zürich mit diesem Rückstand noch einholen? Es wird sehr, sehr schwer, weil die haben eine funktionierende Mannschaft. Die machen viel mit Begeisterung. Das sieht man, wenn die ein Goal schießen. Das Bänkli, alle stehen auf, gumpen um, umarmen sich und so. Das zeigt, dass mit der Begeisterung, mit der Einstellung enorm viel kannst erreichen. Und mittlerweile muss man auch sagen, Zürich ist eine gute Mannschaft. Der Breitenreiter hat uns diesen Spielern gute Spieler auch gemacht, die miteinander funktionieren. Das wird sehr schwer. Und zu viel ausrutschen dürfen sich weder IB, noch der FCB oder eigentlich gar keinen mehr leisten, schon schlenkt das nicht mehr. Ja, jetzt sind ja beide Mannschaften nicht wirklich positiv in die Rückrunde gestartet mit diesen Unentschieden. Wer ist für euch der Favorit am Sonntag? Ja, ich glaube, aufgrund von der History, dass wir schon lange nicht mehr in Bern gewonnen haben, jetzt Bern und Bern sehr heimstark ist, denke ich, sind sie leicht in der Favoritenrolle. Und nichtsdestotrotz, aufgrund von der Konstellation, ja, jetzt haben wir unentschieden gespielt, wenn wir das Spiel gewinnen. Und ich bin überzeugt, dass wir Qualität haben, um auch das Spiel in Bern zu gewinnen. Eine ganz kurze Antwort. Ja, wenn IB ihr Potenzial abruft, dann bin ich überzeugt, sind sie stärker als der FCB. Hat man im letzten Heimspiel von ihnen gesehen. Aber die grosse Chance für den FCB ist halt auch mal eine Überraschung zu schaffen. Das kann man auch. Das kann man gegen jeden Favorit eine Überraschung schaffen. Aber da muss die Einstellung stimmen. Die Bereitschaft, auch mal etwas zu riskieren, nicht nur hinten reinstehen. Da muss man auch etwas wagen. Und sonst hat man sowieso keine Chance. Vielen Dank, Philipp Kaufmann und Dani Meissner, habt ihr euch Zeit genommen. Vielen Dank Ihnen daheim fürs Zuschauen. Am Sonntag kommt es also zum Direktduell gegen IB in Bern. Und den Tag darauf gibt es wieder das nächste FCB Total. Ich wünsche noch einen schönen Abend und viel Spass mit dem weiteren Programm hier auf Tele Basel.